Hi, mein Name ist Marc. Und ich bin Niklas. Herzlich willkommen zu Finanzen im Blick. Ja, der ETF, Exchange Traded Fund. Da kam aus unserem Umfeld einfach mal, Mensch, könnt ihr das mal irgendwie mal kurz und knapp umschreiben? Und dabei haben wir gemerkt, selbst das Thema ist dann doch ein bisschen länger. Und so kommen wir halt dazu, vielleicht mal ein Video dazu zu machen, um wirklich einmal für jeden erklären zu können, was ein ETF ist und was er kann, was er nicht kann, wollen wir ein bisschen ausholen. Wir wollen erstmal genauer erklären, was ist überhaupt ein Fonds. Also als Beispiel ein Aktienfonds. Ein Aktienfonds ist eigentlich nichts als ein Topf, in dem Geld eingezahlt wird von verschiedensten Leuten. Also auf der einen Seite haben wir die, die monatlich einzahlen, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, wie auch immer. Und dann vielleicht noch mal ein paar Leute, die mal geerbt haben oder ein Haus verkauft haben, wie auch immer, mit 50.000, 100.000 Euro. Also das Geld fließt alles in demselben Topf und von da aus kann es verteilt werden. Man sagt im Schnitt zwischen 80 und 120 Aktiengesellschaften, auf die das Geld dann verteilt wird. Aber wie wird es denn verteilt? Ja, es wird dann zumeist nicht nur in eine Branche verteilt. Also ich könnte ja sagen, Mensch, weißt du was, die Fahrradindustrie, die finde ich richtig Bombe. Ich gehe in alle möglichen Aktiengesellschaften, die Fahrräder herstellen. Ja, nun wird das Fahrrad irgendwie nicht mehr so wirklich genutzt. Alle stehen auf Elektroautos oder auf ein Hoverboard oder sowas und diese ganze Branche bricht weg. Dann ist mein Geld auch weg, wenn die nur noch Verluste machen. Das sogenannte Klumpenrisiko. Genau. Ich gehe also erstmal dann auf ganz viele verschiedene Branchen und ich gehe vielleicht in die Autoindustrie, ich gehe in die Textilindustrie oder Nahrungsmittel, Pharmazie oder auch in Rohstoffe zum Beispiel. Richtig, wo es auch verschiedene Anlagestrategien gibt. Man könnte also sagen, ich verlasse mich nur auf die großen Firmen, die immer gute Gewinne fahren, oder ich sage, ich setze jetzt auf die kleineren Firmen, die aber voraussichtlich sehr stark wachsen. Also das Risikoprofil kann man sich selber auch da wieder zurechtlegen, wie man selber möchte. Genau, und da fängt es jetzt schon an. Bei diesen Möglichkeiten, wer entscheidet das denn? Ich jetzt vielleicht als einzelner kleiner Anleger, der mal sagt, ich möchte ein bisschen was investieren, weiß das ja so im Vorwege gar nicht. Deswegen gibt es aktiv gemanagte Fonds. Richtig. Bei diesen aktiv gemanagten Fonds ist ein kleiner Kostenfaktor mit bei. Der nennt sich Ausgabeaufschlag. Der Ausgabeaufschlag liegt oftmals zwischen 3% und 6%. Ich sage immer mal, der Gros liegt ungefähr bei 5% bei gut aktiv gemanagten Aktienfonds, wo wir natürlich einen erhöhten Verwaltungsaufwand hinter haben, weil da mehrere Leute sitzen, die studiert sind und das Ganze halt jahrelang gelernt haben, um zu schauen, wo müsste ich jetzt am besten investieren, um die meisten Gewinne zu holen? Also welches Marktumfeld ist jetzt gerade interessant und welches vielleicht gerade nicht so? Wo müssen wir die Gelder am besten investieren? Genau. Und das kann man sich jetzt so vorstellen, ich will 100 Euro dort reinpacken, durch die 5% gehen 5 Euro an Verwaltungskosten weg. Also nur 95 Euro investiere ich wirklich. So ein aktiv gemanagter Fonds, der hat eine sogenannte Benchmark zumeist. Das sind des Öfteren auch wirklich dann Indizes, also sowas wie der DAX oder wie der Dow Jones oder ähnliche Indizes. Und diese Indizes wollen die schlagen. Das ist also das Ziel, wirklich eine Performance über dem Markt hinzulegen. Und da sagt man eben auch, die Kosten werden durch die Performance geschlagen, da sich da deutlich mehr mit auseinandergesetzt wird, um eben höher da rauszukommen. Ja. Was bedeutet denn jetzt überhaupt Exchange Traded Fund? Was macht der? Der ist nicht aktiv gemanagt, sondern da ist, wenn man das so will, ein Computer hinterstehend, der dann sich an einem Indiz orientiert. Wie also zum Beispiel an dem DAX. Genau. Im DAX sind ja die 30 stärksten deutschen Unternehmen aufgelistet und dieser Exchange Traded Fund würde jetzt sagen, ich investiere jetzt in diese 30 Firmen und bilde die komplett nach. Genau. Sprich, der läuft dann halt genauso wie der DAX. Wenn der DAX hochgeht, geht der ETF auch hoch. Wenn er runtergeht, geht der ETF auch runter. Ich kann da nicht entscheiden oder wird nicht entschieden, oh, jetzt gehen wir mal raus, jetzt wollen wir die folgen halt einfach diesem Index. Der ist zwar günstiger, der ETF, aber trotzdem erreicht er niemals das, was dieser Index
erreichen kann, weil natürlich hat auch dieser Kosten. Die sind deutlich geringer, liegen zwischen 0,5 und 2% als Beispiel, aber trotzdem müssen wir die ja noch abziehen. Hm. So, und da ist jetzt dann auch einfach das Ding, der aktiv gemanagte, der will den Index schlagen. Der ETF folgt dem Index einfach nur. Und man kann sich beim ETF so vorstellen, dass ich im Grunde ein Floß habe, was auf dem Fluss treibt. Das wird mit der Strömung einfach vorangetragen. Ich mache also eine Strecke damit. Aber es kommt immer ganz darauf an, wie die Strömung so aussieht. Und ich kann nicht entscheiden, wenn ich mal anhalte oder vielleicht schneller will oder langsamer will. Und wenn jetzt bei diesem Fluss dann irgendwann ein Wasserfall kommt, dann geht das Floß mit runter. Da ist kein Kapitän, der sagt, okay, halt, hier müssen wir mal anlegen oder wir müssen den Anker werfen. Es folgt dem Ganzen einfach nur. Also im Groben gesagt ist es, wenn wir es zum Beispiel auf eine Geldanlage betrachten, eine schöne Beimischung, die man mit reinnehmen kann, um vielleicht etwas Kosten zu sparen. Aber man sollte auf gar keinen Fall nur auf die ETFs setzen, weil wenn es runtergeht, dann geht es wirklich runter. Genau. Also da eine gute Beimischung, immer ganz nett. Ich hoffe, wir konnten euch den ETF jetzt einmal hoffentlich relativ einfach erklären. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare, dann kommen wir gerne darauf zurück. Ansonsten bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.